Ja, willkommen zurück hier bei Tomb Raider im DLC. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in Ägypten angekommen und angeblich ist dieser Level nicht so lang. Wir werden sehen. Für den Fall, dass ich heute extrem verwirrt bin, es liegt einfach daran, dass ich müde bin. There's no game attached, you're lying, because there is a game attached. What the fuck? Wie kann man so sein? Einmal habe ich es vergessen und jetzt werde ich hier so getrollt. No, yes, there is. Why are you lying? That's not good moderation work. Oh, ein Krokodil. Ich weiß noch nicht, ob ich hier hin möchte. Na gut, ich komme da eh nicht rüber, ne? Wir können es mal versuchen, aber ich denke nicht. Oh, ich bin hier drüben. Schön, aber ich denke, da komme ich dann nicht hoch, nee. I'm not a moderator. Yeah, so stop lying or you will never be one. Oh oh, Krokodil, Krokodil, Krokodil verfolgt mich, Krokodil verfolgt mich. So, komm her. Du Miststück, du. Gut. Ich wollte gerade sagen, hier war ich doch schon mal. Aber plötzlich steht hier alles unter Wasser. Finde ich das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Wir sind einfach da, wo wir vorher waren. Ist schon ein bisschen cool irgendwo. Aber irgendwie auch nicht. Bisschen unkreativ. Oder? Ich hoffe, das Viech ist jetzt tot. Ah, da liegt die Schrotflinte. Wie cool. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wie man da hingekommen ist. Aber wir werden es noch herausfinden. Was ist das? Oh, okay. Also in our school, I learned yesterday that a teacher who used to teach at my school, who moved to a different school, had lost his teaching license. He lost it because I think he started dating a former pupil of the school he moved to. Oh. That sounds weird. I hope the pupil is 18 and not underage. Otherwise it would be very, very weird. Naja. I assume she was over 18. I hope so. I really do. Oh. Gut, wir schauen uns hier natürlich erstmal ein bisschen um, bevor wir jetzt einfach sinnlos durch die Gegend laufen. Da hinten ist zum Beispiel noch Zeug, wie ich es mir schon gedacht habe. Kamen wir nicht von hier? Oh, noch ein Krokodil, wie schön. Ach, Lara, mach doch jetzt nicht diesen. So, hol die Knarren raus und mach das Krokodil kalt, bitte. Ja, das Krokodil hat sich natürlich verzogen. But the teacher would have been like 30. It's not illegal, but it's just wrong. Yeah, we had a case like that in my old school too. But, the pupil was like, I don't know, older than 18. And it was a little bit weird, but I don't know. If they are happy, go for it, I guess. It's not my problem. Naja, komische Sachen gibt's. Ich denke mir dann immer so ein bisschen, who am I to judge? Wenn alle volljährig sind, dann, naja, ist zwar ein bisschen komisch, aber. Ja, weiß ich nicht. Ist dann nicht mein Problem irgendwo.
Dann macht's halt. Hauptsache, alle sind volljährig. Das ist das Wichtigste. Und niemand hat irgendwie so Macht ausgenutzt, um jemanden zu klären. Weil das wäre schon auch merkwürdig. Also, das fände ich dann auch nicht so okay. Aber ich glaube, in dem Fall bei mir war das auch nicht so, hoffe ich. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich kannte den Lehrer bei mir halt auch. Und der war eigentlich wirklich ganz nett. Weiß ich nicht, da hat sie sich vielleicht doch einen halbwegs vernünftigen Typen geangelt. Hoffe ich zumindest. Aber ich habe den auch privat noch nie irgendwie mit dem zu tun gehabt. Von daher, I don't know. Man weiß nie. Manche Menschen sind halt komisch. Okay, hier geht's auf jeden Fall irgendwo hin. Ist hier auch ein Krokodil? Noch nicht. How was the dinner? Today I had cup noodles and some vegetables. I'm so creative. And how was your dinner? Boah, letztens, als wir darüber geredet haben, über diese cup noodle-Dinger, ne? Ohne Spaß, ich hatte so Bock drauf. Ich war die ganze Zeit so, oh, ich möchte am liebsten sofort welche essen. Aber ich hab's irgendwie nicht gemacht und dann voll bereut. Ach komm. Böses Krokodil. I think you should start making dumpster food and make a YouTube career on it. I think you should shut the fuck up. What do you think? What do you like about that? About what? Okay, ich bin rausgekommen. Soweit, so gut. I don't know the name of the food I had, but it was meat. Amazing. Immerhin ein bisschen Fleisch. Making your dinner with dumpster food and making a career of it. Yeah, that would be just amazing. Okay, also hier geht's schon mal weiter, aber wir haben ja auch einen anderen Weg gesehen. War das eigentlich zeitlich begrenzt? Ich hoffe nicht. Ich speichere mal, wer weiß, was hier gleich kommt. Maybe I should fake the dumpster food. I just pretend to get the food of the dumpster, but I just buy it, you know? I think that would be great. That this is an option. Oh, wie frech. Wunderbar. I'm saying making dumpster food and make a YouTube career on it. What do you think about this idea? Is it something you will do? I think I would just pretend that it will be Dumpster Food, but it won't be Dumpster Food. That's something I would do. Och Mann, was für ein blödes Mistvieh. But I wouldn't put my food I bought into the dumpster. Yeah, same. I would just pretend it that. Oh, look what I found, and then it's not what I found. Bist du immer noch in Atlantis oder jetzt woanders? Ich bin jetzt woanders. Wir sind jetzt in Ägypten. Im Grunde genommen da, wo wir schon mal waren, anscheinend. Ja, toll. So kreativ, ne? Was soll ich sagen? Ah, schön.
Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Wir speichern mal. But then how will you explain why it looks like brand new and there's no signs of mold and why it's not expired? Will you say it's new in the dumpster? Oh, no, I think I would fake all of this. Ja, irgendwie kommt man da schon runter. Just like pretending some stuff, you know. Or maybe I will not cut it in front of the camera. And then I will just say, oh no, I cut the mold out, no problem. And how do you plan of faking it, pretending what? Yeah, pretending that it's not from the dumpster. Ich habe da unten nicht gespeichert, das war ein bisschen dämlich. But the other day I've watched some parts of the 12-hour stream and there was like the scene with the wine when he put it into this device, you know? That was weird. Das hier ist, glaube ich, neu. Also hieran erinnere ich mich zumindest nicht. Speichern nicht vergessen, das ist eine gute Idee. Wieso kann ich das hier nicht tun? Was eine Frechheit. Na komm, Lara, dann mach halt den und den. Ist okay. Have you seen the video of the car who is in love with his car, like kissing and shit? No, but in Germany there's a video with a girl that is in love with a train. And I think someone was in love with a plane. Aber ja, ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht darüber weiter nachdenken. Meinetwegen sei in love mit einem Zug. I don't give a fuck, aber... Nerv mich nicht damit. Stirb. Wunderbar. Oh, maybe that's the reaction today. I might find something better though. Yeah. Better. Ich speichere mal. Ich habe keine Lust, hier zu sterben. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Angeblich ist der Level halt nicht so lang. Gut, ja, damit hat sich das sowieso erledigt. Wunderbar. So. I can't define better, but like, is it better sight? It's a better sight than seeing someone kissing their car and being weird. Yeah, I think both is weird. Everything about that is weird. I think everything from this production is weird. Do you kiss your car? Of course. I don't do anything else. Ooh. Jo, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind übrigens. Anscheinend sind wir irgendwie fast draußen. Das finde ich wiederum sogar ein bisschen cool. Nur ich habe noch nicht so ganz irgendwie den Sinn verstanden dahinter, dass wir hier sind. Deswegen, ich gehe einfach irgendwo hin und hoffe, dass es halbwegs richtig ist. Ach, hallo. Wir sind draußen. Wie verrückt ist das bitte? Aber da müssten wir doch hochkommen. Sag ich doch. Seit wann
Gibt es in Ägypten Wald? Ach, da gibt es bestimmt irgendwelche Bäume, aber weiß ich nicht, ob die so sehenswert sind. I doubt it. Was ist das da? Die Schrotflinte, ich brauche die. Wie komme ich da hin? Funktioniert es wohl? Do you want to watch this today? I think not today. Maybe another day. Another day, another drama. Funktioniert das? Tatsache, wir können hier stehen. Wow. But maybe just send it on Twitter. Wow, tolles Secret. Ich bin begeistert. Oder so. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich bin von diesem DLC bisher nicht so. Wie kann ich das nett beschreiben? Angetan. Ich finde erst nicht so toll. Aber. Ja, keine Ahnung, der existiert halt jetzt, ne? Was will man machen? Kann man nicht ändern. War das da hinten mit der Dings, wo ich das Ding verschoben habe? Ich glaube schon, oder? Ich möchte nochmal zu der Katze gehen. Okay. Hier ist nämlich eine Tür. Also, hier ist irgendwas. Frag mich nicht, was. Ich habe keine Ahnung. So. Ah, hier geht's wieder nach oben. Ich verstehe, ich verstehe. Und hier bin ich dann, genau, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Das war also nur für die Schrotflinte, aber eigentlich ganz cool. Also, ich fand es jetzt nicht so schäbig. Also, es ist halt mal was Neues gewesen. Das finde ich halt cool. Wenn man immer dasselbe sieht, wird es halt langweilig. Wir waren aber auf der anderen Seite noch nicht, oder? Oder waren wir da doch? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment, hier war ich doch oben. Könnte ich nicht theoretisch darüber springen? Wir probieren, ob das funktioniert. Nein, Lara, eine nach vorne. Eine nach vorne. Och no. Wunderbar. Vielleicht gehe ich doch mal einen nach oben. Weil ich meine, vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Och nö, da ist ein Viech. Ich hab's gesehen. Ich hab das Viech gesehen. Es ist da gespawnt. Sag ich ja. War das die Statue, die einfach zum Leben erweckt ist? Was ein Scheiß. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das Viech ist tot, aber ist es irgendwie nicht, ne? Jetzt vielleicht? Naja, wir werden es vielleicht noch herausfinden. Another piece of my teacher gossip. A teacher had a public Instagram where he would post like half-naked pictures and the students found this and the teacher had to private the account. When this happened, the teacher was at the school but has since left now. Ah, okay. I never found it, but someone told me about it the same day. I found out about the possible weird person dating a former student. Yeah. It's a little bit weird. But now I know why I don't use Instagram. Wieso? Wieso?
Eigentlich hätten wir das, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist das der Weg? I have one, I just don't post with it. Maybe you should start. Wir probieren es nochmal, aber es hat doch eben nicht funktioniert. Und das ist auch schief. Das funktioniert safe nicht. Obwohl, vielleicht funktioniert das, aber auch safe nicht. Nee, sage ich ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss mir halt bei sowas immer die Frage stellen, bin ich einfach zu blöd? Sag nicht, du hast es wieder getan. Ich hoffe nicht, dass ich es wieder getan habe. Ich hoffe es wirklich nicht. Aber es kann auch sein, dass ich einfach zu blöd bin, um das zu verstehen. Also ich könnte das ja auch reinschieben. Ich bin ja so ein Genie. Okay, ich habe es nicht wieder getan, glaube ich. What would I post? I don't know. Maybe you should post your technical archive. Or something like that. And brag a little bit. Glück gehabt. Ja, ich war nur dumm. Alles gut. Alles gut. No, why not? I think you should do it. Aha. Oh, hier vorne ist auch direkt ein Viech. Wunderbar. Hier waren wir auch noch nicht. Aber es ist ganz cool hier. Stirb. Wunderbar. Maybe you should post about your dumpster food. Yeah, maybe I should. And your sexual relationship with your car. Yes. I'm starting tomorrow. Und als nächstes kommt dann die Lokomotive noch mit dazu. Und dann das Flugzeug. Ach ja. Are you? Yes, of course. Gut, das hat sich ja gelohnt. Dieses Versteck. Gut. Anscheinend habe ich wieder einen Weg gefunden, an den ich... Ein Krokodil? Das ist nur ein Secret, oder? Ich meine, hier sind diese krassen Knarren. Das ist nur ein Secret, oder? Hoffen wir es. Anzeigen, Hauptmeister. Just give me a second. Give me a second. That's the only thing I read. Maybe you should become the new German parking person who hates everyone. What's the word? Anzeigen, Hauptmeister. Yes. Or is it a random word I've made up? No, it's the correct word of him. Unfortunately. So, hier lag doch noch ein Medipack. Oder? Ja. Wunderbar. Ist das Spelling korrekt? Yes, it's correct. But it's a word he made up, you know? It doesn't exist. Which is pretty weird. Amazing, yes.
So it's a word he made up. Good to know, yeah. There's no job called like this in Germany. We have a Politesse. Oh, ich wollte gerade sagen, wir können da ja einfach easy runterkrabbeln, aber krabbeln gibt's ja noch gar nicht. Toll. Das heißt, hier geht's nur für Krokodile weiter. Na gut. Muss ich jetzt mit leben? Kann ich auch, I guess. Ach, noch ein Krokodil, wie schön. Hat ja noch nicht gereicht, eins, ne? Oder fünf, wie viele wir auch immer hatten. Ach komm, fuck it, wirklich. So, das war doch Eliant, hör mal. Aber das war nicht mal ein Secret, oder? Ich muss aber auch sagen, in dem Video fand ich es einfach next level lustig, wie der Typ einfach zu den Leuten hingegangen ist und gesagt hat, jo, ich bin der Anzeigenhauptmeister. Wo ich mir nur so denke, eieiei, ich habe starke Schmerzen. Also wie kann man sich dann schon so vorstellen? Das cringet mich irgendwie total weg. Noch mehr als das Wort cringe. Ich dachte mir, dass das funktioniert. Why didn't he call himself annoying to add on a bike? And he has like a bike for women, I think. That was kind of funny too. But I'm not sure if these bikes are especially for women or not. Weil ich meine, macht das jetzt so einen großen Unterschied? I don't know. That shows how stupid he is. I'm not sure. Maybe he has some mental illness or something. It could be. Ah ja, wäre mal so interessant zu wissen. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem Frauenfahrrad, in Anführungszeichen Frauenfahrrad, und einem Männerfahrrad, ist ja, glaube ich, nur diese Stange, oder? Oder bin ich blöd? Falls da jemand den genauen Unterschied kennt, klärt mich gerne auf. Ich meine, das war ja so. Und dann frage ich mich, wenn das jetzt nur diese Stange ist, was ist der Unterschied? Was ist so, warum sollten Frauen nicht mit dieser Stange fahren? Das verstehe ich nicht ganz. Weiß ich nicht, macht für mich nicht unbedingt Sinn, diese Aufteilung. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so ein, ja, so umgangssprachlichen Frauenfahrrad und in Wahrheit juckt es einfach keine Sau. Das kann natürlich auch sein. Mich würde es nicht wundern. Okay, ich denke mal, da hinten geht's weiter. Aber ja, falls jemand Bescheid weiß, klärt mich gerne auf. Das könnte tatsächlich ein Secret sein. So schlecht wie das hier versteckt ist. Das wird Sinn ergeben. Ich meine, das war relativ obvious, oder? Wow, und das alles für einmal Schrotflintenmunition. Toll. Okay, wir könnten auch darüber springen und dahinter weitergehen. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Aber da ging es doch auch noch irgendwo hin, da hinten. Ah, wir haben einen Schlüssel. Wie wunderbar. Goldener Schlüssel. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. What would you do if the Anzeigenhauptmeister took a picture of your bagged bad parking? I don't know, I think I would take a picture with him.
I would be like, hello, miss. Would you take a picture with me? Ach, wunderbar. Keine Ahnung, bei sowas bin ich, glaube ich, schon relativ schamlos. Und irgendwie ist es mir auch egal. Why does he wear the high visibility vest too? Does he think he works for the council? I think these are clothes that people from, I don't know how they are called, the people they pick up the trash, you know? They wear these clothes in Germany. So, this is a little bit weird. Und stimmt, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr rumgeizen, oder? Ich glaube auch, das sollte ich hier verfolgen, dieses Ziel. Maybe he is the trash, stop it. That's mean. And we are not mean on this channel. This is a family friendly, the Trisha Paytas Hackmon family channel. Yes, it is. We. I define the rules and you have to deal with it. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt unbedingt weiß, wie Trisha Paytas Family Channel heißt. Gut, ich weiß, ich weiß es schon. Kind of. Oh. Ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen so ein kleiner Trisha Paytas Fan, muss ich sagen. Die ist halt schon irgendwie ganz lustig, auch wenn die super viel getrollt hat früher. Aber ich finde es krass, dass die tatsächlich so eine richtig krasse Wandlung hingelegt hat. Also, das gibt mir Hoffnung, dass ich irgendwann vielleicht doch kein Haufen Müll mehr bin. Oh. Aber nee, Spaß beiseite. Finde ich tatsächlich bemerkenswert, dass man das hinbekommt. Weil sie ist ja schon sehr erwachsen geworden, seitdem sie ein Kind hat. Moment, ich muss kurz meine Kopfhörer richten. It's funny because that when a new person joins the stream, it warns them that this stream is intended for certain audiences. Yeah, that's true. Because we are family friendly. And people should know that. Ja, es gibt halt so viele Wege hier. Ich habe keine Ahnung, welcher der richtige ist, aber wir werden es vielleicht noch irgendwann herausfinden. So, okay, jetzt bin ich im Prinzip wieder am Anfang. Okay. Und hier komme ich irgendwo anders hin, I guess. Genau, okay. Aber ja, ich finde, das bei Trisha ist tatsächlich so eine Entwicklung, die man durchaus anerkennen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es kann sein, dass ich, weiß ich nicht, dass mein Englisch viel zu schlecht ist, aber ich meine, ich habe mal gehört, dass sie tatsächlich eine Zeit lang Crack genommen hat. Finde ich schon irgendwie krass. Aber jetzt hat sie sich komplett verändert und ist einfach eine Mutti. Aber vielleicht hat sie das einfach so aus Joke gesagt, keine Ahnung. Bei ihr weiß man ja nie. Hallo? Oh. Geht es nach draußen? How are we family friendly if it says certain audiences, meaning a person could get offended? No. It doesn't mean that. You're totally wrong.
It means no person will get offended, you know? You got it the wrong way. Then what does it mean, Mr. Know-it-all? I just explained. So open your eyes. Yeah, that makes sense. Open your ears. And listen to all the stuff I know, I guess. Because I'm family friendly. Ah yes, open your eyes when I'm supposed to listen. Yeah, you got it. I'm so glad. Ach, ich hab das Viech doch schon gesehen. Komm her. Mann! Hat mich einfach aufgegessen. Naja. So, boom. In deine hieselige Fresse. Boah, aber weiß ich nicht. Haltet mich für verrückt. Ich find's ganz cool hier. Irgendwie, dass hier so Wüste ist. Also anscheinend kommen wir ja sogar noch nach draußen. Weiß ich nicht, ich find's schön. Ich freue mich ein bisschen. Gefällt mir auf jeden Fall. Also es gibt halt 50 Millionen Wege, die ich alle sicherlich nicht finden werde. Aber es gefällt mir jetzt schon besser als der letzte DLC. Da hinten leuchtet sogar was. Wie cool. Und da sind Pyramiden. Wie cool. Sind wir hier in Tomb Raider 4? Ich glaube nicht. Playing Minecraft for 20 minutes doesn't count as being family friendly. Yes, it does. And we are still the Trisha Paytas Huckman Family Channel. So, that says everything. Ja, gut, das wird nix. I hate family channels too. You remember the thumbnail that I sent you the other day? That was from a family channel too. So. There's always something going on with them. Yeah. And I'm just wondering why they don't act normal. Like, I don't know why it always has to be that cringe. I have to check Twitter again. Yeah, have fun. Also für alle, die sich wundern, worüber ich rede, es gab letztens ein Thumbnail von einem Family Channel. Da ist ein Krokodil. Da sind zwei Krokodile, wunderbar. Was im Grunde genommen einfach nur, also die Frau war halt rechts, glaube ich, im Bild ganz normal zu sehen, wie sie da sitzt. Und links im Bild war sie einfach während ihrer Geburt, war da ein Bild. Es war halt so ein bisschen zensiert und so, aber trotzdem, wo ich mir so denke, Und die Leute rechtfertigen halt so ein bisschen dieses weirde Thumbnail damit, dass es ja ein normaler Prozess ist. Und an sich haben sie damit auch recht, das ist ein normaler Prozess, aber das ist jetzt einfach meiner Meinung nach nichts, was... Also imagine irgendwie, ihr kriegt gerade euer Kind und dann sagt so, weiß ich nicht, jemand mit einer Kamera, oh, bitte, weiß ich nicht, lach mal nett in die Kamera, ich muss gerade einen Pick machen fürs Thumbnail, so. Weiß ich nicht, also das Letzte, woran ich da denken würde, wäre die Kamera rauszuholen. Und weiß ich nicht, also... Ich finde es auch immer noch weird, Kinder unverpixelt zu zeigen. Bin ich auch nach wie vor kein Freund von. Und
Ja, weiß ich nicht. Ich finde es komisch. Und dann muss man sich immer so übertrieben benehmen. Also, weiß ich nicht. Seid doch normale Menschen. I wish I never looked. Was that video from your YouTube app? No, it was a screenshot from, I don't know, someone else. But I think the thumbnail is still available. Ja, weiß ich nicht. Also, seid doch einfach normal und relatable und nicht so übertrieben. Das ist halt immer alles ein bisschen viel. Aber die Sache ist halt auch, ich blicke da nochmal von einem ganz, ganz anderen Winkel drauf, als Menschen, die irgendwie betroffen sind oder so. Das macht ja auch nochmal einen Riesenunterschied. Deswegen ja. That perfectly explains why I hate family channels, yeah. Ich würde halt auch gar nicht mal so weit gehen und sagen, oh nein, ihr verkauft eure Kinder. Das würde ich gar nicht sagen. Es ist doch okay, sogar solche Sachen finde ich ein Stück weit zu teilen, weil man damit vielleicht auch anderen Eltern hilft, würde ich sagen. Aber dafür muss man halt nicht seine Kinder unzensiert im Internet zeigen. So, das geht auch, wenn man zensiert und wenn man einfach ganz normal darüber redet. Und ja, dieses Unzensierte finde ich unfassbar schwierig. Und ich meine, es gibt ja halt nun mal nicht immer Menschen, die nur tolle Intentionen im Internet haben. Sondern es gibt auch Menschen, die eben, weiß ich nicht, nicht die besten Intentionen haben, wenn sie solche Bilder angucken oder solche, na wunderbar, Videos. Und ich weiß nicht, denen muss man damit ja nicht unnötig Futter geben, finde ich. Das ist so mein Punkt. So, das muss halt einfach nicht sein. Aber naja. Im Grunde genommen kann ich ja auch nur sagen, was ich machen würde oder nicht machen würde und was ich judge und was ich nicht judge. Am Ende müssen die es halt wissen, aber ich finde es trotzdem nicht so cool. There's always some scandal, like someone is cheating, being abusive or something, yeah. Und ich fand halt, das Thumbnail hat es nochmal so ein bisschen perfekt zusammengefasst, dass irgendwo, ich denke mir halt, wo ist die Grenze? Was hält man noch privat, was nicht? Es hat die Grenze schon wieder für mich irgendwie komplett fragwürdig neu definiert. Aber naja. Gut. Was ist das? Ich gehe da mal hoch, weil vielleicht öffnet das ja irgendwas. Ach nö, ich habe jetzt keine Lust auf so ein Viech. So, ich hopp's hier mal ein bisschen drauf rum. Boom. Jupp. So.